8 Spiele, 24 Punkte, Europa League. Und um das nächste Punktemaximum rauszuholen, wartet Sion bereits schon am Wochenende. So ist mir das kommuniziert worden vom Verwaltungsrat und vom Sportchef, dass ich weiterhin die Leitung habe, auch noch an der Linie darf sein gegen Sio. Also ich werde die Mannschaft weiterhin betreuen und nächste Woche schauen wir dann, wie das weiterläuft. Sio ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr gut in der Verteidigung steht. Sie haben in den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt mit 3 Siegen und einem Unentschieden. Also ich denke, wir müssen da schon vorsichtig sein. Sie lassen sehr wenig zu, kommen aber auch in der Offensive nicht so viele Chancen aus dem Spiel raus, aber bei den stehenden Bällen sind sie sehr stark. Und ja, noch eines, wir müssen gewinnen, um die Euroleague noch zu erreichen und wir gehen dort hoch zum Gewinnen. Schwierig, ein paar Sachen da zu erwähnen. Ich denke, wir haben einen guten Match gegeben und wenn wir dort anknüpfen, habe ich es gut gefühlt, dass wir dort 3 Punkte holen. Wir haben jetzt gesehen, trotz diesen Punktabzug, es war trotzdem ein Team und wirklich gute Leistungen gezeigt. Und ja, erwartet ist sicher ein schwieriges Spiel. Ja klar, habe ich noch ein bisschen Kontakt mit ein, zwei Spielern dort. Und wie gesagt, die haben in der Garderobe einfach die Tabelle mit 36 Punkten. Das heisst, die sind Zweite. Und ich denke, die kämpfen jetzt und die sind überzeugt, am Schluss die können noch UEFA Cup erreichen. Ich habe schon lange nicht mehr so ein gutes Spiel von UEFA gesehen. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen clever sein, weil es kann nicht sein, dass wir 2-1 am 84. Minute und bekommst 2-2 2 Minuten später. Und, ja, ein bisschen Cleverheit und weiter so machen.